300 Euro für ein Gaming-Headset. Viele Zuschauer bewegen sich wahrscheinlich jetzt schon in Richtung Kommentarsektion und wollen mir erklären, dass es doch für die Hälfte schon Kopfhörer mit nahezu perfektem Klang gibt und 300 Euro für ein Headset absolut indiskutabel sind. Das stimmt auch, wenn man nur einen guten Kopfhörer sucht. Wer hingegen ein riesiges Feature-Set und allerlei Komfortfunktionen möchte, könnte in den nächsten Minuten überzeugt und eventuell knapp 300 Euro ärmer gemacht werden. Optisch wirkt das Headset erstmal unscheinbar. Im Detail sorgen die unterschiedlichen Schwarztöne und der Materialmix aus Textil, Kunststoff und Metall für eine edle Optik und eine gewisse Wertigkeit. Auf eine LED-Beleuchtung wurde verzichtet, was ein wenig den Akku schont, aber auch designtechnisch ganz gut zum Headset passt. Wer es hingegen etwas bunter mag, kann auf diverse Kappen und Kopfbänder in unterschiedlichen Designs zurückgreifen. Leider mit 35 Euro zusätzlich pro Satz nicht gerade günstig. Seit ich SteelSeries Headsets kenne, verzichten diese auf die klassische Größenverstellung mit Rastpunkten. Beim Arctis Pro wird das Ganze mit einem Kopfstretchband und einer Verstellung über Klett gelöst. Bei kleinen bis mittelgroßen Köpfen funktioniert das System wunderbar, ist sehr bequem und auf jeden Fall einfach in der Handhabung. Ich selbst habe einen relativ großen Kopf und würde diesen auch als maximal möglich beim Arctis Pro sehen. Ich hatte gerade anfänglich immer das Gefühl, dass das Headset irgendwie nach oben rutschen wollte, weil das Kopfband eine gewisse Spannung hält. Mit maximaler Länge über den Klettverschluss und ein wenig Eingewöhnung würde ich es für meinen Kopf dennoch als bequem bezeichnen. Habt ihr einen wirklich großen bzw. langen Kopf, werdet ihr hier wahrscheinlich Probleme bekommen. Die Ohrpolster sind mit einem speziellen Stoff überzogen, der sehr angenehm auf der Haut ist. Anders als bei Kunstleder dichtet das Polster nicht so stark ab und sorgt somit für ein luftiges Gefühl. Gerade bei langen Sessions ist das ein sehr großer Vorteil. Dieser Umstand führt allerdings dazu, dass man trotz geschlossener Bauweise nach außen nicht komplett abgeschottet ist und somit ähnlich wie bei einem offenen Kopfhörer Geräusche von außen reinkommen und auch ein wenig Sound nach außen tritt. Das ist je nach Geschmack vor- oder nachteilig. Da ich offene Kopfhörer mag, sehe ich das Ganze persönlich positiv. Zudem sind die Polster mit Wasser abwaschbar, was gerade auf lange Sicht Sinn macht. Die Knöpfe am Headset selbst unterscheiden sich in der Form voneinander, sodass man von Anfang an blind den richtigen trifft. Das Lautstärkerad am linken Hörer regelt nicht nur den Pegel, sondern wird auch zur Navigation durch das Menü genutzt. Das Menü wird auf diesem kleinen schwarzen Kasten angezeigt und dieser kleine schwarze Kasten, der übernimmt gleich mehrere Aufgaben. Das OLED-Panel zeigt diverse Menüpunkte und Einstellungen an, die wie gesagt mit dem Lautstärkerad am Headset oder dem Regler direkt am Kasten selbst erreicht werden. Zudem dient der Kasten als Transmitter. Er ist also für die Funkverbindung zum Headset verantwortlich. Dazu wird er einfach per USB an den PC angeschlossen und das funktioniert dann komplett treiberlos. Optional kann man aber die SteelSeries Engine Treiber Software für die Einstellung direkt über den PC oder für Firmware Updates installieren. Zum Anschluss an die PlayStation 4 wird neben dem USB-Kabel auch ein optisches Kabel angeschlossen, um 100%ige Kompatibilität bzw. Codec-Unterstützung zu gewährleisten. Alle benötigten Kabel sind selbstverständlich im Lieferumfang enthalten. Ebenfalls enthalten sind zwei Akkus. Einer beliefert das Headset mit Strom, während der andere im schwarzen Kasten aufbewahrt und gleichzeitig aufgeladen wird. Das Headset hat zwar eine Laufzeit von etwa 10 Stunden, da der zweite Akku aber in deutlich geringerer Zeit im Transmitter geladen wird, ist die Akkulaufzeit des Arctis Pro Wireless quasi unendlich. Das ist wirklich perfektes Produktdesign. Nicht nur die Tatsache, dass der Akku so immer voll ist, nein, auch der Wechsel ist mit dem Magnetverschluss der Abdeckkappe und dem Einschub mit Federmechanismus an der Ladestation super easy und in wenigen Sekunden erledigt. Zusätzlich wird der Ladezustand beider Akkus auf dem Display angezeigt und wie gesagt, viel besser kann man das insgesamt wohl nicht regeln. Daher also besondere Props an dieser Stelle an SteelSeries. Die
Die Verbindung zwischen Headset und Transmitter wird über 2,4 GHz WLAN realisiert. Das Headset verbindet sich nach dem Einschalten automatisch innerhalb von 2 bis 3 Sekunden und die Verbindung ist in mehreren Monaten Testzeit nicht einmal abgebrochen oder wurde hörbar gestört. Zusätzlich kann ein Gerät über Bluetooth verbunden werden, zum Beispiel euer Smartphone. Das ist zum einen ganz cool, weil man das Headset so unterwegs als klassischen Bluetooth-Kopfhörer nutzen kann, aber auch sehr interessant, weil es gleichzeitig zur WLAN-Verbindung funktioniert. Ihr könnt also zum Beispiel an der PS4 mit Ingame-Sound zocken, während ihr gleichzeitig mit dem Headset telefoniert oder zum Beispiel über die Discord-App am Smartphone mit euren Kollegen redet. Die Lautstärke kann für Bluetooth-Verbindung, Ingame-Sound und Voice-Chat separat geregelt werden, was wirklich mehr als praktisch ist. Der Pegel ist für ein kabelloses Headset ebenfalls sehr anständig. Es ist auf jeden Fall das lauteste Wireless-Headset, was ich bisher gehört habe. Natürlich auch in der entsprechenden Qualität, was uns zum nächsten Thema bringt. Ich teste das Headset jetzt schon seit August 2018, also insgesamt über ein halbes Jahr. Zuletzt habe ich das soundtechnisch extrem starke Metro Exodus damit durchgezockt und kann mittlerweile sicher sagen, der Sound, der ist wirklich großartig und übertrumpft nahezu jedes von mir bisher getestete Gaming-Headset. Ob Waffensounds, Explosionen, düstere Ambiente-Musik in extrem niedrigen Frequenzbereichen, alles klingt sehr sauber bzw. punktgenau definiert und überzeugt auch mit druckvollem und kräftigem Sound, wenn es mal drauf ankommt. Auch die Klarheit von Dialogen, also Stimmen, ist mir wirklich sehr positiv aufgefallen, was bei anderen Gaming-Headsets teilweise hörbar dumpfer und flacher klingt. Also alles sehr ausgewogen und stimmig. Wer auf virtuellen 7.1 Surround Sound steht, kann diesen in einem speziellen Menüpunkt dazuschalten und hat dann einen deutlich weiteren Sound. Das funktioniert gerade in Singleplayer-Spielen sehr gut. Ich habe lange Passagen von Metro Exodus beispielsweise damit gespielt. Funktioniert wirklich sehr schön. Man kann es hin und her schalten und dann entscheiden, was einem besser gefällt. Ist auch vom Spiel zu Spiel so ein bisschen unterschiedlich. Wie gesagt, funktioniert das Headset auch sehr gut in höheren Lautstärken, ist dann immer noch qualitativ recht ordentlich. Dazu muss man auch in einem speziellen Menüpunkt den sogenannten Volume Limiter ausschalten und hat dann wirklich sehr, sehr lauten Sound. Auch Musik lässt sich mit dem Arctis Pro sehr gut hören, gerade wenn man auf recht ausgewogenen und klaren Klang steht. Wenn es zum Beispiel etwas basslastiger sein soll, kann man den Sound mit dem integrierten Equalizer auch noch ein wenig anpassen. Dabei kann nicht nur zwischen diversen Presets gewählt werden, sondern man kann auch individuell jeden Frequenzbereich einzeln einstellen und das dann als Profil abspeichern. Gerade an der PlayStation 4 ist das natürlich Gold wert, da man hier nicht wie am PC gegebenenfalls mit Software nachhelfen kann. Klingt ja fast perfekt und zu schön, um wahr zu sein, aber es gab für mich trotzdem einen Grund, gerade bei Multiplayer-Spielen lieber ein Sennheiser-Headset anzuschließen. Eine Sache vorweg, ich gehe fast davon aus, dass das Mikrofon von meinem Testmuster irgendwie kaputt ist. In anderen Reviews wird das Mikrofon des Arctis Pro Wireless nämlich durchweg als gut bezeichnet und auch die Soundsamples, die hören sich recht anständig an, aber bei mir funktioniert das nicht. Ich habe es an 2 verschiedenen Rechnern ausprobiert, ans Laptop habe ich es auch schon angeschlossen, das Plug and Play mit diesem Kasten, alles kein Problem, aber die Stimme wird trotz perfekt ausgerichtetem Mikrofon, maximalem Pegel im Windows und neuester Firmware nur sehr leise abgenommen. Ich konnte mich im Voice-Chat wirklich kaum verstehen und irgendwas stimmt damit nicht. So, jetzt hört ihr mich mal über das Arctis Pro Wireless. Beim maximalen Pegel ist es wahrscheinlich super leise. Ich werde das jetzt mal boosten. Ich zeige euch unten an, mit wie viel dB ich das Ganze geboostet habe, damit man überhaupt irgendwas versteht. Wie gesagt, irgendwas ist da defekt, deswegen kann ich es in diesem Test auch nicht ordentlich bewerten. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, dass das Mikrofon bei Nichtgebrauch im linken Ohrhörer verschwindet. Da ist so ein flexibler Arm dran, das ist ganz nett. Und es gibt einen extra Knopf, womit man das Mikrofon muten kann. Und wenn es gemutet ist, dann wird das Ganze mit einer roten LED direkt am Mikrofon angezeigt und das kann man so ein bisschen aus dem Augenwinkel sehen. Also insgesamt von der Handhabe ganz cool. Ja, inhaltlich bzw. technisch kann ich es euch nicht bewerten, weil ihr hört es ja selber, ist ziemlich leise. An dieser Stelle können wir, glaube ich, die Eingangsfrage beantworten.
Also ist das Headset knapp 300 Euro wert? Ja, das Headset selbst wahrscheinlich nicht. Betrachtet man jedoch das Gesamtpaket, sind die 300 Euro recht gut investiert. Deutlicher wird das bei einem Vergleich. Vergleicht man also das Arctis Pro Wireless zum Beispiel mit dem HyperX Cloud Flight, erkennt man ziemlich schnell, wofür man hier eigentlich den doppelten Preis zahlt. Es sind zusätzliche Features, die man entweder haben möchte oder auf die man verzichten kann. Trotz Mikrofonproblemen bei meinem Modell geht dennoch eine klare Kaufempfehlung an alle raus, die auf der Suche nach dem komplettesten Gaming-Headset-Paket sind und das entsprechende Kleingeld dafür ausgeben möchten. Ein Link zum Headset findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Schreibt mir gerne auch eure Meinung zum Arctis Pro Wireless. Entweder ihr habt das mal ausprobiert oder ihr könnt euch nach dem Test hier eine etwas fundiertere Meinung bilden. Würde mich interessieren, ob ihr 300 Euro dafür gerechtfertigt findet oder ob ihr die extra Features eher als Schnickschnack anseht. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde das schon mit den zwei Akkus mega und habe es die ganze Zeit wirklich sehr, sehr gerne genutzt und war dann wieder bei einem Kabel gebunden, das dann nicht diese ganzen Features hatte und habe dann schon irgendwo was vermisst. Also wenn man es einmal hatte, kommt man auch irgendwie schlecht wieder davon weg. Das so ganz persönlich im Subtext hier mitgesprochen. Ja, das war's erstmal von mir. Ne, bleibt flauschig und ich sage bis zum nächsten Video. Haut rein, bis denn. Peace.